Glückwunsch, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video hier aus Hamburg. Ich wollte euch noch mal eben die schönen Bildchen hier auf den Weg mit auf den Weg geben. Sagen wir mal so, wir werden die Pizza-Kooperation von Max mit 60 Seconds to Napoli testen. Und alles, was ihr dafür wissen müsst, werdet ihr alles gleich erfahren. Also es gibt da noch ein paar knifflige Feinheiten, die ich euch mitteilen werde. Ja, und wir gehen auf den Weg dahin. Wir sehen uns gleich. Kuss, kuss, viel Spaß im Video. Schönste Stadt der Welt, Hamburg. Bis auf der Scheiß hier. Ein Löwe, Leute. Ein Löwe. Was ich euch damit sagen will, alle, die jetzt das Video stoppen, ein Like reindrücken und einen Kommentar, sind Löwen. Das wollte ich damit sagen. Und das sage ich in äußerster Ernsthaftigkeit. Da sind wir schon am Start. Da vorne. Wir sind noch zu früh, wahrscheinlich müssen wir noch warten. 60 Seconds in Hamburg. Props geht erstmal raus für die Location. Ich war da privat schon essen. Ein Riesending, ey. Wenn das voll ist, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da reingehen. Ich möchte nicht wissen, wie viel Umsatz ihr da am Tag macht. Respekt, ey. Dickes Ding. Wir werden da direkt gleich rein. Ja, heute Pizza, 60 Seconds. Besser Mann. Zu der Kulisse, ich weiß jetzt nicht, die Plätze gehören wahrscheinlich darüber, aber hinten einmal außenrum ist riesen viel Platz. Also für alle Hamburger, das ist schon eine geile Location. Geschmack bewerten wir gleich, aber so rein von der Optik zum Sitzen gibt ja auch so Plätze wie. Ja, das darf ich jetzt nicht sagen, das müssen wir einfach piepsen. Die schmecken scheiße, die schmecken nicht gut, falls jemand jetzt Lippen gelesen hat sogar. Sind nicht so prächtig, aber haben eine heftige Location, ganz geil sitzen, ganz geil trinken, Frau mitnehmen, ausführen. Aber wir gucken, was jetzt hier der Fall sein wird. So, hier kann man komplett rumgehen. Ja, nice. Guckt euch das an, abgesehen von drinnen schon. Hier ist gerade Ebbe. Hier habe ich letztens gesessen und gesnaggelt, die snackt. Offen ist schon. Guck mal, hier kann man überall noch snacken. Da hinten ist so eine, da war EM-Zeit. Da lief da EM. Ich kann ja mal fragen, vielleicht machen die mir schon eine Pizza. Dann werden das aber Ehrenmänner. Die Location drin zeige ich gleich auch nochmal. Hier ist wahrscheinlich ein Notfallofen. Wenn die Hütte brennt, ist hier noch ein Ersatzofen. Können noch mehr Pizzen gemacht werden. Oder Lieferpizza oder so, kann ich mir auch vorstellen. Also zur Pizza von Max, was hat es damit auf sich? Das möchte ich euch jetzt sagen, bevor wir danach die Pizza natürlich direkt belegen lassen und snacken. Max hat eine Kooperation mit 60 Seconds to Napoli. Max ist nicht vom Grundding für die Pizza, für den Teig, also für das Grundgerüst verantwortlich. Max hat bei der Rezeptur jetzt von dieser Pizza mitgewirkt. Da ist ein Bieranteil und zwar vom also Bieranteil im Teig und Max hat auch beim Belag seinen Input mit reingegeben. Aber Max ist nicht im Grundding für die Grundsubstanz der Pizza verantwortlich. Also egal, wie sie jetzt schmeckt oder nicht, Max hat da mitgewirkt. Aber natürlich, die Grundbausteine sind von 60 Seconds. Da hat auch Max keinen Einfluss. Er hat einfach seinen gewissen Touch mit reingebracht. Und das werden wir jetzt testen. Und denkt dran, natürlich auch gerne bei Max rumschauen, ein Abo dalassen, ist in der Videobeschreibung verlinkt. So, guck mal, wir gucken jetzt in die Karte rein. Guck mal, Hoppy Heaven, da ist sie. Bei Max Payne und gelbe Tomaten, geräucherte Fior di Latte, braune Champignons, Porchetta, Rosmarin. Rosmarin auf Pizza Endlevel, Chili, Pfeffer. Da kenne ich noch eine Kreation oder noch ein, zwei Kreationen mit Rosmarin drauf, war immer Endlevel. Also Porchetta nochmal für euch, das ist sozusagen italienisch angehauchter Schweinebraten sozusagen. Ich denke mal, jetzt sind feine Scheiben geschnitten, den gibt's auf die Pizza. So, mein Lieber, ich bin bereit. Wenn du loslegen willst, kannst du gerne. Dick belegt, seht ihr das? Dick belegt. Da wird sie jetzt ausgebreitet. Ich wollte gerade sagen, die sieht ziemlich dünn aus, dick belegt, aber jetzt nimmt sie so die Gestalt an. Also keine Soße erstmal, Leute, beziehungsweise doch eine Soße. Schon wieder schön gesagt, die gelben Tomaten schwimmen ja auch in eine Soße, die sind eingelegt. Und diese Soße wird damit auf der Pizza verteilt und das bildet die Grundlage der Soße. Beziehungsweise nicht die Grundlage, das ist die Soße. Hausgemachte Tomatensoße aus gelben Tomaten ist da drauf. Jetzt kommt der Rosmarin drauf. Mein Lieber, ich mache ein neues. Der Schweinebauch muss oben drauf sein. Ganz oben drauf. Okay, das kann natürlich passieren. Wurde erstmal falsch belegt, weil die ist ja ganz neu jetzt. Wurde wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht. Wir machen nochmal eine neue eben.
Ich habe gerade die gelben Tomaten vergessen. Ist da nicht gelbe Tomatensauce noch unten drauf ausgemacht? Weil da war keine Soße unten drauf, als wir gemacht hat. Er hat nur oben drauf die gelben Tomaten gemacht. Unten war keine Soße drauf, ganz unten. Ich will nur, dass sie schmeckt. Ich will dir niemanden in die Pfanne hauen. Der Pizzabäcker hasst mich, glaube ich. Ich will nur nicht, Leute. Ich will euch das Ergebnis zeigen, wie es wirklich ist. Ich möchte jetzt nicht, dass eine Pizza falsch kommt. Und dann bewerte ich irgendwas schlecht, weil die Pizza nicht richtig belegt haben. Das wäre natürlich Grütze. Das sieht ja verrückt aus, ey. Ah, Chilis kommen auch noch auf, nice. Pfeffer und Salz, das gibt nur den Feinschliff. Perfekt, ich danke dir. Sehr gerne. Dann lege ich direkt mal los. Lass mich nicht sagen, Nee, diesmal gehe ich direkt rein. So, da ist sie. Brauche ich nicht, danke, Brudi. Jetzt wurde ich aus meinem ersten Biss rausgeholt, Leute. Ich bin wie in Trance. Na, war ganz gut, dass es mich gestört hat. Jetzt fallen mir andere Sachen auf. Also erstmal, gelben Tomaten, ganz anderer Geschmack. Es geht viel weniger so in diese konzentrierte Richtung, wie man, sag ich mal, wenn man Tomatenmark hat. Hier ist kein Tomatenmark drauf, auch auf einer normalen Pizza nicht. Aber es ist irgendwie konzentrierter, intensiver. Die gelben sind viel geschmeidiger. Geschmeidiger, vom Geschmacksbild ein bisschen, nicht mal süßlicher, aber heller irgendwie. Und was du ganz doll auffällig bei dieser Pizza hast, ist dieser geräucherte Käse. 100% prägnant. Du hast die ganze Zeit, der schwingt die ganze Zeit mit dieses Raucharoma. Feine Paprika, Pfeffernote von diesen Schweinebraten. Habt ihr gesehen, das ist damit gespickt gewesen. Super, und im Abgang der Rosmarin. Guckt euch mal an. Hier der Rand. Da will ich euch unbedingt noch was zu sagen. Merkt euch das, zeige ich euch nachher nochmal. Hier der Rand. Blende euch dazu noch mal einen Rand von einer anderen Pizza ein, sag ich mal so eine der Top 30 der Welt. Top 4 ist es, glaube ich, in der Welt oder Top 5 Europas, ich weiß nicht, blende ich euch mal ein. So als Beispiel zu einer High-End-Class-Pizza vom Teig her. Schön geschmeidig, herber Abgang von diesen dunklen Stücken. Und ich muss immer wieder sagen, für die, die es vielleicht nicht kennen, das gehört natürlich 100% so. Allein in diesem Geschmacksbild von dieser dunklen Note, wie prägt sich das aus in der Pizza? Es ist so richtig herb, es ist so vielseitig, so facettenreich, dieser dunkle Rauchgeschmack. Wie viele unterschiedliche Geschmacksnoten ich hinsichtlich dieser Röstung alleine gemerkt habe. Ich bin Röstungsfan, ich liebe Röstung. Der ist so fein, herb, im Abgang, prickelnd. Gefühlt schmeckst du hier diese raue Oberfläche, leicht wie so ein aufgerautes Papier. So fühlt sich das, also so spielen mir meine Gedanken diesen Geschmack wieder. Diese Gedanken habe ich beim Essen der Pizza. Eins direkt, bevor das hier jetzt so rüberkommt, als würde ich immer nur die guten Sachen sagen, weil es eine Max-Kooperation ist. Ne? Ich glaube, bleiben wir ganz fair. Max ist ja am Anfang, das nicht gesehen hat, nur für die Rezeptur zuständig. Und halt diese Kombination von diesem Bierteig mit den Zutaten. An dieser Komposition hat Max mitgewirkt. Die Grundsubstanz von dem Teig, von der Pizza, wie sie 60 Seconds to Napoli anbietet, das ist und bleibt wie gleich von vorher. Da hat Max keinen Einspiel. Ich muss mal noch weiter snacken, bevor ich hier zu viel laber. Dann möchte ich euch noch was zum Teig sagen. Ein Defizit vom Teig. Ich möchte mich an der Stelle auch mal entschuldigen bei allen. Ich kann das völlig verstehen. Manche regen sich darüber auf, dass ich manchmal noch mit was im Mund rede. Das macht man eigentlich nicht, also mit Essen im Mund rede. Das hat aber einen Grund, warum ich das mache. Ich könnte auch jedes Mal warten, so. Das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich werde beim Essen emotional. Ich möchte euch diese Emotionen mitteilen. Ich beiße da rein, spüre die Emotionen, die sprudeln aus mir raus. Und mit diesen Emotionen möchte ich euch, und das macht meine Videos auch aus, tatsächlich so doof es sich anhört, aber mit diesen Emotionen möchte ich euch meine Gedanken mitteilen. Wenn ich jedes Mal warte, bis ich zu Ende gegessen habe, diese Emotionen weg. Deshalb rede ich oft mit Essen im Mund. So leid es mir tut, aber ohne kommen die Emotionen nicht rüber. Chili knallt rein. Das ist immer unbedingt. Zum Schinken auch. Nicht zum Schinken, zum Schweinebraten. Rosmarin immer wieder am Start. Nimmt eine sehr große Bedeutung ein bei dieser Pizza. Sehr wichtig und sehr charakteristisch für diese Komposition von Pizza. Bevor die Bewertung kommt, wollte ich noch eine Sache zum Teig sagen. Das ist einfach Folgendes. Wir können es ja noch mal einblenden, so diese spitzen Pizzen. Aber ganz oben, die ist auch spitze, nicht falsch verstehen. Aber die High-End-Pizzen und die hier, nur vom Teig her, hing rein genau genommen diese Pizza ein Stück hinterher. Ihr habt in der Profi-Pizza noch mehr diese Luftigkeit, mehr diese Feinporigkeit, dieses Handwerk kommt einfach noch mehr zutage. Und hier ist es im Teig.
Es ist etwas massiger. Etwas massiver, mehr so wirklich diese Kammern, die sich bilden, sind weniger vorhanden und ihr habt mehr so dieses Kau-Feeling. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich bin ein Fan von dieser Pizza. Ich mag das sehr gerne. Ich mag auch den Rand sehr, sehr gerne. Ich feiere das hart. Man muss es auch unter den Aspekten bewerten, wie professionell, handwerklich korrekt oder handwerklich gut es gearbeitet wurde. Und unter diesen Aspekten seht ihr gleich meine Bewertung. Also ein Besuch bei 60 Seconds, immer empfehlenswert. Teig sehr eigen, nirgendwo anders gegessen bisher. Also ich mag den persönlich sehr gerne. Unter den Aspekten, wie eben gesagt, leichte Defizite im Teig. Aber die Kombi, ich bin riesen Pizza-Kombi-Special-Pizzen-Fan geworden, sag ich mal. Weil man so oft das Gleiche ist bei Pizzen, da macht für mich die Kombi sehr, sehr viel aus. Und die Kombi war geisteskrank geil. Nochmal zusammengefasst, jetzt Bier nichts geschmeckt. Egal, vielleicht was irgendwo unterbewusst, ist jetzt auch nicht relevant. Zum Schluss hat es geschmeckt, ja oder nein? Ja, auf jeden. Ich gebe eine 8,4, weil die Kombi echt saugeil ist. Nur Teig kann man nicht außer Acht lassen, da wurde das Maximale rausgelassen. Was seh ich denn da? Damit beende ich das Video. Ich denke, es ist alles gesagt. Kuss, Kuss, lass den Daumen oben scheppern. Kommentar da, was ihr zum Video sagt und bis zum nächsten Mal.